Hallo Schiffskapitäne, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wieder World of Warships mit der Murmansk, die man ja letztens bei dem Victory Event beim zweiten Teil über diese Marken spielen konnte. Für die Laso hat es bei mir nicht gereicht gehabt, da haben wir dann einfach sehr schnell die Zeit zu spielen dann ausgegangen. Wir hätten noch, glaube ich, 200 Marken oder sowas quält. Ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, also. Aber die Murmansk ist auch nicht schlecht, ist ja quasi eine Oma, bloß als unter russischer Flagge. Ich habe die damals schon gemocht, aber ich habe in dem Forschungsbaum einfach weitergegangen, um da voranzukommen. Außerdem hatte ich damals nicht so viel Credits, da warst du dann froh, wenn du über den Verkauf Credits gekriegt hast. Aber an sich fand ich die damals dann trotzdem cool und ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich mir das erspielen konnte. Und man sieht, wir sind in einer Low-Tier-Runde. Was jetzt mit so einem Papier-DD-Kreuzer jetzt nicht so prickelnd ist. Bin jetzt aber schon offen. Da die Scharnhorst hat zum Glück daneben gezielt. Da ist eine gegnerische Omaha. Aber noch im Stock rum. Ja, wir sind auf Mündung und ja. Gleich mal schön ballern, das kann das Ding ja mit irgendwie 6,5 Sekunden Reload. Das macht dann schon Spaß. Ja, ich glaube 6,5 oder. Und jetzt zeigt er mir hier gar nicht mehr an. Ich glaube 6,5 sind es. Stockholm jetzt sich nicht irre und weiter auf die Omaha. Treff sie wieder. Nochmal eine Salve hinterher. Und plötzlich macht's Bumm und dann war es eine Detonation. Also das hatte ich jetzt, ich glaube Detonation habe ich erst selber, habe ich glaube erst zwei oder sowas gehabt. Vor allem da hinten am Ende des Rumpfs. Klar, wahrscheinlich hinten direkt an dem Turm da hinten ist getroffen. Und ja, hab dann mal da Torps rauskommen, weil ich nicht wusste, ob da ein DD gerade umeinander ist und dann gleich mal gegen Torpen. Weil irgendwas steht im Cap. Die Omaha kann es nicht sein, weil die ist weg. Ich glaube, die wird sich mega gefreut haben. Oder eher nicht, weil war halt ein kurzes Match. Aber so passiert's. Also ich habe auch schon ein paar Detonations gefressen, wo ich dachte, was denn jetzt kaputt? Bis ich dann kapiert hatte, was da war. Und ja, das passiert. Wie gesagt, das kriegt man eher selten hin. Finde ich auch ganz gut, dass es nicht so häufig ist. Ähnlich bei World of Tanks mit dem Munilager, wo ja doch eher auch häufig in die Luft gehen bzw. beschädigt werden. Hier kriegst du halt alleine Detonation ist weg, aber es ist halt nicht so häufig, von daher geht's noch, würde ich sagen. Torps jetzt ausgelaufen. Bei uns ist jetzt die Fidschi raus und dann gibt es die T22. Klar, gegen ein T7 Schiff ist es natürlich ja schwierig, weil dann doch Unterschiede sind, aber das ist ja bei Kreuzern und Kreuzern Schlachtschiffen das gleiche Thema. Als Top-Tier, Low-Tier zu klatschen geht halt immer einfach irgendwo. Ja, man hat jetzt dann versucht auf die Atlanta mitzuwirken, die da rückwärts fährt, aber irgendwie habe ich nicht so das nötige Trefferglück. Die hat jetzt irgendeine Salve von einem Schlachtschiff, glaube ich, gekriegt oder eine AP-Salve von einem Kreuzer. Jetzt hat sie so eingelenkt, dass ich sie gut treffen konnte und anzünden, aber sie hat gleich gelöscht. Also erstmal Hügel reingeschmissen, weil ich nicht wusste, was jetzt hier noch so umeinander springen. Wie gesagt, die haben noch irgendwo ein DD. Der noch nicht offen war, habe jetzt versucht auf die Königsberg zu ziehen, habe jetzt ein bisschen ja, zu nah vorgehalten, sodass die Kugeln quasi hinten vorbeifliegen. Habe jetzt ein bisschen weiter Abstand gehalten, jetzt bremst der auch noch ab. Also war mein Plan dann auch gleich wieder fast ruiniert, hab ihn aber dann trotzdem getroffen, er mich zum Glück nicht. Jetzt gibt er wieder Gas, kann jetzt aber eine geben mit 4000, also. Klar, Königsberg ist die gleiche Stufe, da kommt es dann schon durch. Ich hätte in dem Moment hätte ich auch auf AP wechseln können, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Damage gemacht, ein paar Zitters gezogen oder so, aber da der auch so komisch gefahren ist,
Also, er dachte, okay, du brauchst ein bisschen Taeh, dann triffst vielleicht mit einer Mumpe noch irgendwie Brandschaden. Nochmal 1000 gegeben. Also, er fährt halt schon ziemlich langsam auch umeinander. Und ja, da hinten ist jetzt die Scharnhorst raus. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, als Nottierkreuzer da mitten auf dem Markt zu stehen und da langsam zu fahren, wo jetzt dann einfach mal 4, 5 Ziele auf ihn schießen können, weil so viel sind es. Und das ist halt einfach keine Ahnung, was er da vorhatte. Dann nochmal geschlagen, Ausfälle. Nochmal getroffen, aber nicht so viel Schaden gemacht. Das ist halt blöd, wenn du es halt nicht siehst. Ist jetzt dann ausgebrannt durch die Hill. Und ja. Der ist überlebt, ob er jetzt nicht weg. Ja, er war dann weg. Die Königsberg hat unsere Nürnberg angezündet noch und also wahrscheinlich einen der letzten Schüsse angezündet und ist auch raus. Von den Punkten her schaut es ganz gut aus, vom Team her auch. Wir haben jetzt noch ein Schiff mehr. Ja, ein Schiff mehr. Und da ist jetzt nämlich der DD, den ich schon die ganze Zeit gesucht habe, die Mayhem. Und dann ging es gleich drauf, weil wir haben ja eine gute DPM mit dem Eimer. Okay, DPM in Anführungszeichen, heißt der so nicht hier, aber an sich ist es so. Wäre nochmal Bluff, nochmal eingezogen und nochmal eine und raus ist das Ding. Weiß ich auch nicht, was der sich damit gedacht hat, hier so vor allem mitten da auf dem Markt aufzugehen und offen zu sein und ja, hat auch bei der Skillung diese Skillung gehabt, dass du trotz beschädigten Motor und sowas weiterfahren kannst, bloß mit Malus. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, das heißt, hat er wohl nicht gehabt, sonst wäre er nicht da stehen geblieben und Repkit war wahrscheinlich auch nicht mehr ready. Wobei er eigentlich noch Full Life war, also müsste eigentlich auch ein Repkit noch ready gewesen sein. Hat dann noch auf die Iron Duke getroffen, die Gneisen hat es aber rausgeklatscht. Ja, jetzt sieht es dann schon sehr, sehr deutlich aus. Also, wir haben jetzt gar keinen mehr verloren seit gerade eben und der Gegner hat massiv jetzt verloren. Hat jetzt danach die Kongo, jetzt ist dann da hinten der nächste geplatzt von denen, auch eine Detonation Nürnberg. Also Gegner hat richtig Glück gehabt. Aber sieht, die deutschen Kreuzer sind, was das anbetrifft, auch sehr anfällig. Deswegen immer wenn möglich, die Flagge gegen Magazin Detonation einsetzen, allgemein bei Kreuzern, weil die Gefahr ist halt einfach sehr hoch. Ja, bei einem Schlachtschiff kann es dir auch mal passieren, aber eher nicht so. Also bei einem Kreuzer, vor allem diesen Papierkreuzern schon eher. Das war eine Zita von der Kongo. Aber noch habe ich live, von daher kann ich mir das noch erlauben. Nochmal rein, mache aber keinen Damage, weil ich nicht durchkomme. Obwohl die eigentlich gar nicht so kleine Geschütze hat, müsste es eigentlich theoretisch, aber ich treffe hier halt voll den Panzergürtel. Ich hätte ein bisschen höher zielen müssen. Dass ich oben die Aufbauten treffe zum Anzünden, was ich jetzt auch da gemacht habe und schon klappt es schon besser. Aber wenn du halt eine Kongo hast, die dich mit einer Salve rausklatschen kann, dann bist du froh, wenn du überhaupt noch Damage anbringen kannst, bevor du verreckst. Deswegen fiel ich da manchmal ein bisschen daneben. Geht jetzt dann raus von der Hill und noch, was kann das noch so war hinter mir. Da kommt jetzt der nächste, die Bayern. Es sind jetzt noch zwei Gegner offen, die Bayern und die Atlanta. Die Atlanta ist da auch, wie man da sieht. Sogar noch näher dran als die Bayern. Habe ich dann erstmal auf die Bayern geschossen, was das erste Ziel hat. Jetzt dann bleiben wir auf die Atlanta, die dann quasi stehen bleibt. Die Atlanta tut die Gneisner raushauen. Die Ismael haut jetzt die Atlanta raus, kriegt nichts mehr ab. Und jetzt wird dann auch die Bayern runtergeschossen und dann schaut die Runde gleich vorbei. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Runde mit dem Schiff. Hab ganz gut Damage gemacht. Zwei Kills, hab ein bisschen Glück gehabt, klar mit der Detonation am Anfang von der Nürnberg, von der Omaha. Und kann nochmal treffen. Hab jetzt dann gewartet, dass ich hier hinter dem Berg wieder vorbei bin und dann geschaut, ob sie sich bewegt, also ob sie sich wegdreht oder sowas, dass ich sie vom Winkel her trotzdem treffe, wenn es geht.
Nochmal angezündet, zwar kaum Damage gemacht, aber angezündet ist auch wichtig. Einfach um Damage zu farmen. Die bleibt jetzt fast stehen, da wir dann ein bisschen, weniger gezielt und man sieht, wir sind dann gleich mit Punkten durch. Ich glaube, vorher stirbt sie nicht mehr, aber von den Punkten sind wir durch. Oder stirbt gleichzeitig irgendwie sowas. Aber trotzdem war, glaube ich, eine coole Runde und ich finde das Schiff echt nicht schlecht. Also, wenn ich mal wieder Credits genug habe, gibt es auch die Omaha noch. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.